Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Mein Name ist René, heute bin ich wieder für euch am Start. Und nicht nur ich bin am Start, nein, endlich auch mal wieder Kobi. Yeah! Aber bevor ich zu dem Modell komme, muss ich mich nochmal bei euch da draußen bedanken. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen tollen Genesungswünsche. Kurzum, mein zweiter Sohn hat sich in der Schule verletzt. Er hat sich den Arm recht unglücklich gebrochen, wurde mit dem RTW eingeliefert, Notaufnahme und das ganze Prozedere. Letztendlich hat sich in der Notaufnahme auch alles dahin gezogen, dass er erst mitten in der Nacht operiert werden konnte. Wie auch immer, das hat mich so ein paar Tage aus der Bahn geworfen. Ihr habt es ja bestimmt mitgekriegt, Falco ist ein bisschen eingesprungen. Meine Frau ist eingesprungen, weil ich war echt verhindert. Ich war komplett neben der Spur so ein bisschen. Aber letztendlich ist wieder alles in der Reihe. Meinem Sohn geht es wieder gut. Der Arm wurde geschient, beziehungsweise er hat zwei Drähte drin. Keine Schiene, er hat zwei Drähte drin. Auch keinen Gips, wodurch der Arm bewegungsfähig bleibt. Aber halt noch nicht so belastbar ist. Aber die Genesung schreitet voran. Es geht ihm jeden Tag wieder ein Stückchen besser. Und somit sind wir frohen Mutes, dass da nichts zurückbleibt. So, vielen Dank. Wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, für die ganzen tollen Genesungswünsche. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Modell an sich. Ne? Also, wir sind heute bei Kobi. Ja, Kobi, die Prinz Eugen. Artikelnummer ist die 4823 und ein Bauspaß von 1790 Teilen. Die Prinz Eugen ist ja auch ein sehr geschichtsträchtiges Schiff, was ja Kobi eigentlich nur so macht. Ne? Die suchen sich immer die Schiffe mit der größten Geschichte raus. Verpackung, ja, vorne drauf. Das Modell an sich, schöne Zähne gesetzt. Hinten drauf ein paar harte Fakten noch von dem Schiff selbst, was es für eine Bewaffnung hat. Und so weiter. Das Schiff selbst wurde ja 1936 Kiel gelegt in Kiel. Dann hat es schon vor der ersten Fertigstellung die erste Bombe abgekriegt, nämlich im Juli 1940. War allerdings nicht so schwer, das wurde dann schon innerhalb von einem Monat behoben und dann wurde sie in Dienst gestellt. Den ersten großen Auftritt hatte dann das Schiff, die Prinz Eugen 1941. Da lief sie zusammen mit der Bismarck zur Unternehmen Rheinübung aus. Was ja letztendlich den Ausgang hatte, dass die HMS Hood versenkt worden ist, die Prince of Wales schwer beschädigt worden ist und daraufhin wurde auch schon die Prinz Eugen von dieser Unternehmung abgezogen und die Engländer haben ja weiter Jagd gemacht auf die Bismarck. Mit Erfolg, wie wir heutzutage wissen. Ansonsten wurde die Prinz Eugen dann hat sich dann letztendlich wiedergefunden in dem Hafen von Brest. Nach einem Maschinenschaden hat sie sich noch dorthin geschleppt. Wurde dann erneut von einer Bombe getroffen im Juli 1971. Das war ein bisschen ein größerer Schaden, der wurde dann bis Dezember 1941. Im Dezember 1941 wurde der Schaden dann behoben und sie konnte weiter am Kriegsgeschehen teilnehmen, was sie auch mit mehr oder weniger Erfolg getan hat. Zumindest Erfolg für sich selbst, denn es ist das einzigste schwere Kampfschiff der Deutschen, was den Krieg intakt überlebt hat. Und nicht nur das hat sie überlebt, relativ unbeschadet, sondern auch nach Kriegsende ging sie als Kriegsbeute an die Amis. Die haben diverse Sachen noch ausgeschlachtet, um die nachzubauen, zu überprüfen, wie auch immer. Was man ja so macht mit fremder Technik, wenn man die erstmal in die Finger kriegt, untersuchen. Klar. Aber die Amis haben sie dann zum Bikini-Atoll geschleppt, weil sie wollten ihre Atombombe testen. Haben sie getan und die Prinz Eugen hat es überlebt. Dann ein weiterer Test einer Atombombe, allerdings diesmal unter Wasser. Die Prinz Eugen hat es überlebt. Dann wurde sie weitergeschleppt zu einem Atoll, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Verzeiht es mir bitte. Und erst da hat sich herausgestellt, dass sie doch bei den Atomwaffentests ein bisschen Schaden erlitten hat. Sprich, sie ist über das Heck vollgelaufen und letztendlich auf dem Atoll, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, gesunken. Das war am 22.12.1946, also nach Kriegsende.
Mittlerweile finden wir noch einige Reststücke auf der ganzen Welt verteilt. Eine Schiffsschraube liegt in Laboe, einem Kriegerdenkmal. Eine Torpedo-Zielanlage liegt in Bremerhaven im Schifffahrtsmuseum. Und die Glocke, die hängt oder steht in Washington DC in einem Museum. Aber so viel jetzt mal zur Geschichte. Kommen wir doch jetzt zu dem, was ich vor mir habe. Nämlich, ihr seht ja, Kiste ist leer. Ich habe hier noch zwei schöne Anleitungen. Ja, Teil 1 und Teil 2. Sowie fünf überschaubare Tüten. Die erste ist noch die größte und dann wird es immer kleiner. Anleitung ist absolut Kobi-typisch. Für alle Neuen unter euch. Kobi graut die alten Bauschritte komplett aus und das Neue ist in Farbe dargestellt. Was sich manchmal ein bisschen schwierig erweist, weil das alte komplett ausgegraut ist. Da hat man nicht ganz so den Überblick über das Modell. Ansonsten sind wir nach. Nach 359 Bauschritten schon fertig. Dann, was ja Kobi neuerdings auch macht, wobei das ist ja jetzt kein so neues Modell. Ein Teileverzeichnis ist hinten enthalten, denn Kobi verfolgt jetzt mittlerweile auch die Strategie von Mox, dass man auch Mox bauen kann. Und dafür sind solche Inhaltsverzeichnisse Gold wert, damit man auch weiß, was wo drin ist. So, ich würde vorschlagen, ich mache mich frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Ich halte euch immer wieder stepweise auf dem Laufenden. Das kennt ihr so von mir. Also bleibt gespannt und bis gleich. So, die erste Stunde ist rum und die erste Tüte ist weggeklemmt. Und so sieht's aus. Und ja, ich hab Kobi sträflich vernachlässigt, habe ich festgestellt. Wie schön sich das alles bauen lässt, wie toll das alles ist. Eine wahre Pracht, das kann ich euch sagen. Aber da ich ja weiß, seit unserem letzten Kobi-Modell sind ja viele neue Zuschauer dazu gekommen. Und für die möchte ich gerne mal so ein paar Sachen dann nachholen, falls ihr Kobi noch nicht kennt. Also hier haben wir eine ganz, ganz typische Kobi-Bauanleitung. Ja, erst ist alles in Farbe dargestellt und im nächsten Bauschritt seht ihr hier, das alte ist komplett verblasst und nur das neue ist in Farbe dargestellt. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass das dann, wenn je nachdem, wie groß das Modell wird, dann doch zu Schwierigkeiten kommen kann. Ja, also das hier ist noch überschaubar. Aber bei der Titanic zum Beispiel, die ich ja auch gebaut hatte, ein Riesentrümmer und da verliert man ganz, ganz leicht den Überblick, wo was hin soll. Weil man einfach keine farbliche Markierung hat von dem alten Schritt. Aber man kommt gut durch. Ganz, ganz ohne Frage. Ja, es lässt sich fantastisch danach bauen. Einzigste, was ich beim Kobi immer noch zu bemängeln hatte, schon seit jeher, ist, dass die hier nicht dazu schreiben, wie viele Noppen das sind. Denn, auch wieder für die Neuen, Kobi richtet sich nicht nach den Standardmaßen, die wir so kennen. Ja, vom dänischen Ex-Monopolisten kennen wir das ja her, dass alles, was höher ist als 3 Noppen oder länger ist als 3 Noppen, geht dann nur noch in geraden Schritten voran. Also sprich 4, 6, 8 und so weiter. Kobi ist das egal. Die machen auch 5er, die machen 7er, die machen 9er. Denen ist das völlig Schnurz. Und deswegen muss man hier quasi bei jedem Schritt immer durchzählen, wie viel das sind. Weil hier seht ihr auch zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Also eine 2x 5er. Dann hat Kobi ja auch eine ganze Menge Sondersteine, die haben sie hier vorne dann immer mit A und B deklariert. Zum Beispiel ist das A nur 2 Plates hoch und B ist dann 3 Plates hoch, sprich ein Brick hoch. Und so haben die kleine, aber feine Unterschiede zwischen G und H ist einfach nur der Abstand nach vorne ein bisschen größer. Und hier sind es die Längen. Da muss man ganz, ganz, ganz extrem drauf achten, wenn man bei Kobi baut, dass man da nichts durcheinander bringt. Wäre mir jetzt bin ich auch schon fast so gegangen in einem Bauschritt.
in diesem hier. Weil in der Tüte 1 lagen sowohl von diesen Steinchen hier G als auch H drin. Ja, und da muss man mal gucken, was da hier steht. Und dann passt das. Das hier ist übrigens die 1 zu 1 Anlegeschiene für die Fliesen. Ja, 4 Fliesen in der Größe. Das macht Kobi auch immer ganz, ganz schön. Und bei den Fliesen sollte man sich bloß nicht vertun, denn man hat keine Angriffsfläche mehr. Weiterhin hat Kobi auch noch sehr schöne Teile. Und die sind mir persönlich jetzt neu. Nicht der 180 Grad Baurichtungsumkehr selbst, sondern eher nur die Dicke des Materials. Den kannte ich in verschiedenen Größen, sowohl als 1x2er als auch 2x2er. Und jetzt hat sich das noch dazu gesellt. Den kannte ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich war jetzt auch schon lange, lange, lange Kobi-Abstinenz. Deswegen werden es einige von euch da draußen kennen. Aber wie gesagt, für mich ist es jetzt neu. Auch solche Steinchen hat Kobi neu quasi. Ein Holbrick, zwei Plates hoch. Der wird in diesem Falle hier angebracht. Eins weiter unten. Mein Fehler. Da kommt ja dieses noch drauf. So, und dann kommt das oben drauf. Ja, also Bautechnik sind mal wieder richtig schön, richtig kunterbunt gewürfelt. Ja, auch hier haben wir dann die dicken Brus unten drunter. Nacki rein. So. Und das wird dann einfach. Die wurde durch mehrere Kreuzungen, da liegt die jetzt mehr oder weniger dann verkehrt herum da drin. Und da haben wir dann die Brus unten drunter. Dann kommt das oben drauf. Wird seitlich noch fixiert. Und schon haben wir einen kleinen Knüppel, mit dem so gut wie nichts mehr passiert. Das ist Kobi. Das macht Spaß. Ja, also mir ist noch kein einziges Kobi-Modell kaputt gegangen. Definitiv nicht. Das macht richtig, richtig Fun. Aber auch in der typischen Kobi-Tradition, bei mir zumindest, ein Fehlguss. Ich habe jedes Mal bei jedem Modell einen Fehlguss dabei. Solange es sich noch um den Innenraum handelt, ist es ja kein Problem. Das kann man bedenkenlos tauschen. Warum im Innenraum? Ganz einfach, Kobi hat andere Farben. Ja, hier habe ich jetzt mal eins von Cumin. Beziehungsweise in Leiten und dann seht ihr schon, das ist ein Farbunterschied. Hier haben wir noch einen GoPrix dazu. Es ist nicht viel, aber es ist doch spürbar, wenn man es dort einbaut. Ja, also das sollte mal ein 2x3er Plate darstellen. Fehlt ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Ich gucke mal, je nachdem, wie sich es dann gestaltet, was da drüber kommt, wie ich das dann umbaue, umschiffe, ob ich da einfach andere Farben einsetze, weil sie nicht mehr sichtbar sind. Oder ob ich den dann einfach da zurücklege. Das gucke ich mal. So. Das war jetzt der erste längere Take. Die nächsten werden nicht mehr so lang, keine Angst. Ja, ich mache mir ja Tüte 2. Ich klemme fröhlich fleißig vor mich hin. Bleib gespannt. Bis gleich. Die Tüte 2 ist leer und was soll ich sagen? Die erste Anleitung ist schon fertig. Soweit hat es uns gebracht. Und so sieht es aus. Also wir haben jetzt quasi den Rumpf mehr oder weniger bis auf ein paar Kleinteile schon soweit fertiggestellt. Und es ist mal wieder ein schöner Rumpf. Ja, also wie Kobi das immer hinkriegt. Ach, fantastisch. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Was Kobi jetzt allerdings ein bisschen, naja, in der Vergangenheit besser gemacht hat, sind die Drucke. Seht ihr das Weiß? Da ist so eine leichte Marmorierung drin. Das gleiche finden wir auch auf der anderen Seite.
Ja, die Kamera kannst du jetzt nicht ganz so gut einfangen. Und auch dieser Druck hier, der ist im Großen und Ganzen sehr verschwommen. Ja, also das hat Kobi in der Vergangenheit wesentlich besser hingekriegt. Das ist jetzt so ein bisschen enttäuschend, aber nur ein ganz kleines bisschen. Da seht ihr es auch. Das sind keine zwei Steine. Das ist ein Stein. Der kommt wieder da unten dran. So. Ja, auf der Seite ist er bedruckt, weil klar, von unten sieht man ihn. Und von oben, denke ich mal, wird er noch überbaut. Und das hat Kobi eben auch in der Vergangenheit geschafft, dass das eine ganz, ganz klare Abgrenzung war und nicht solche Farbnasen entstanden sind. Ja, der andere sieht ein bisschen besser aus. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die hat Kobi in der Vergangenheit, gerade wenn ich an die Graf Zeppelin denke, par excellence hingelegt. Und jetzt hier, ja, meckern auf sehr hohem Niveau, aber wie gesagt, alles aufgrund der Tatsache, dass Kobi das in der Vergangenheit schon besser gemacht hat. Zu den interessanten Bautechniken auch noch mal was. Hier haben wir einen 90 Grad Baurichtungsumkehr in zwei Plates hoch. Ich stelle das Schiff nur mal wegen dem Autofokus weg. Na, Fokus? Und der wird auch ganz interessant gebaut. Da kommen dann jetzt die 180 Grad Baurichtungsumkehr unten drunter. Ja, gibt es auch als einmal Einser. Dann kommen diese oben drauf. Die hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Noch eine Fliese davor. Und die Fliesen, die haben eine astreine Qualität. Wie ihr seht, da ist mein Licht. Keine Kratzer, nichts drauf. Und das zieht sich auch so durch. Also hier finden wir nichts, was irgendwie Kratzer oder sowas beinhaltet. So, und dann kommt er schon da dran. Und das sind Bautechniken, die verwendet hier Kobi zuhauf überall und immer wieder. Und das macht den Kobi-Bauspaß richtig aus. Ja, alles Mögliche gekreuzt und quer gebaut. Und irgendwie ergibt es am Schluss dann doch Sinn. So, ich mache mich weiter. Tüte 3 wartet. Also, bleibt gespannt und bis gleich. Hier kann ich euch mal die Faszination von Kobi-Schiffen live demonstrieren, weil wir bauen eigentlich immer meistens parallel für die Backbordseite und Steuerbordseite solche Objekte, wo man erst auf dem ersten Blick gar nicht so weiß, ah, was soll das jetzt, was baue ich hier? Aber letztendlich hat man ja auch am Gegenstück sowas hier gebaut. Übrigens, Druck ist wieder 1A, aber dafür sind dann hier wieder kleine Kanten drin, kleine Macken drin. Ah, mittlerweile habe ich hier drei verschiedene Rottöne nur auf dem kleinen Element hier. Nicht schön. Aber zurück zum Thema. Man baut hier sowas quasi zusammen. Und dann passt das hier 1A rein, wie ihr seht. Und ergibt letztendlich eine sehr schöne Optik. Ja, und auch unten drunter, schwupps, ist alles verschwunden. Hier kommen noch die Schrauben dran. Erfahrungsgemäß mache ich die erst ganz am Schluss, weil bei verschiedenen Modellen sind mir die mittendrin schon mal abgebrochen, weil mir das dann doch wieder mal hinstellen muss und dann sind die Schrauben im Weg. So, und jetzt soll das Ganze hier dran verpflanzt werden. So, ups, ein bisschen Verlust. Naja. Die Klemmkraft von Kobi hat auch nachgelassen. Also, ich meine, sie haben immer noch die Schwierigkeit, dass die hier keine Angriffspunkte haben. Aber so im Großen und Ganzen hat die Klemmkraft etwas nachgelassen. Also die ist nicht mehr ganz so heftig wie noch vor einem Jahr. So,
Schnapp, da ist das auch da dran. Aber die Klemmkraft ist immer noch super. Also, sie ist halt nur nicht mehr ganz so heftig, wie sie mal war, wofür Kobi eigentlich so berühmt berüchtigt war. So, und schon haben wir das Heck dran. Krass, oder? Rucki zucki. Und somit haben wir jetzt auch die endgültige Länge. Und ich würde vorschlagen, ich mache mich jetzt an die nächste Tüte und bis gleich. Tüte Nummer 4 ist jetzt auch weggeklemmt. Und ja, wie wir sehen, ein bisschen der Aufbau hat schon begonnen. Ja, also sprich, der Rumpf ist soweit komplett schon fertig. Das haben wir ja eben schon gesehen. Aber nochmal ein Wort zu den Drucken. Dass Kobi jetzt noch drauf hat, sehen wir an so einem Bauteil hier. Ja, nur die Oberseite ist bedruckt. Die Unterseite ist weiß. Also Sie können es doch noch. Oder diesen hier. Ja, gut, das ist der Angriffspunkt. Da sehen wir mal drüber weg. Aber ansonsten ist das super gedruckt. Also das zieht sich bei dem Modell hier so durch. Ja, mal gut, mal schlecht. Weil der ist ja nicht so gut im Gegensatz zu dem anderen. Der ist ganz klasse geworden. Das zieht sich hier so durch. Beziehungsweise auch bei dem hier. Ja, also wie gesagt, die Klemmkraft, die hat echt nachgelassen, finde ich. Ja, das hier ist letztendlich ein 90 Grad Baurichtungsumkehr, der vor hier innen rauskommt. Und nur die Seite ist bedruckt, sonst nichts. Also, grundsätzlich haben sie es noch drauf. Da weiß ich jetzt nicht, ob da die Qualitätssicherung bei meinem Modell versagt hat. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ist eure Erfahrung in letzter Zeit mit Kobi und den Drucken? Dann haben wir auch wieder für die Neuen unter euch, Kobi hat ganz, ganz tolle Teile, wie sowas hier. Ja, quasi eine halbe Plate unten genoppt, oben eine kleine Pinaufnahme drauf für die Geschütze. Die Geschütze sind ja jetzt mittlerweile Formteile bei Kobi. Bei den ganz alten Modellen war es ja noch alles gebaut. Wobei ich finde auch die hier ganz süß. Und das kommt dann auf diese zwei Plate hohlen Blöcke. Und schon haben wir unsere Plattform für das Geschütz. Süß, ne? Ja, Rettungsboote haben wir schon eingesetzt. Viele kleine Geschütze, auch diese netten Formteile. Na, guck mal. Also ich finde, dass die sich da vor einiger Zeit schon, ist schon länger her, umentschieden haben und nicht mehr zu bauen, sondern diese Dinge zu verwenden, kommt der Optik des Gesamtmodells nur zugute. Viele mögen es nicht, aber ich finde es gut. Ich finde das richtig gut. So, ich mache mich an die letzte Tüte. Sprich der finale Aufbau. Es fehlen noch ein paar große Geschütze sowie Stand. Also, bleibt gespannt. Bis gleich. Nach der letzten Tüte steht sie jetzt auch vor uns, die Prinz Eugen. Und ich kann euch sagen, der letzte Bauschritt, der hat mich ganz schön Nerven gekostet. Nicht nur hier wegen diesen Kettenknüpfen, was eine echt mordseklige Arbeit ist, weil guckt euch mal meinen Finger an und was mir jetzt für kleinteilig da zusammenfriemeln muss, weil die Kettenglieder alle einzeln sind. Alter Schwede, das ist. Boah, da tun einem auch die Finger weh. Aber viel mehr Nerven gekostet hat mich eigentlich diese Konstruktion. Bis ich das hier richtig positioniert hatte, weil der hier darf nur eine bestimmte Weite hier unten rein, beziehungsweise hier oben rein. Ihr seht, ich habe es nicht ganz genau hingekriegt. Hier unten ist noch ein Spalt, der könnte normalerweise weg. Und dann bricht das dauernd auseinander. Hier das bricht ja dauernd wieder weg. Die Lampen gehen dann wieder flöten. Hier oben die Radarstation, die geht flöten. Also, das war kein Spaß. Bestimmt eine gute halbe Stunde, nur bis ich das Scheißding ausgerichtet hatte. Entschuldigung für die Wortwahl.
Aber das hat echt Nerven gekostet. Ansonsten haben wir noch ein schönes Schildchen. Ja, Maßstab 1 zu 300, 1940 bis 45. Was das allerdings aussagen soll, ist mir jetzt so nicht bekannt, weil wir hatten ja eben schon im Intro erörtert, dass sie in Dienst gestellt worden ist 39 bzw. außer Dienst gestellt 46 nach Kriegsende. Naja. Ja, noch ein paar große Geschütze haben wir gebaut. Und hier seht ihr auch Farbunterschiede. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Montagsmodell erwischt habe mit den schlecht gelaufenen Aufdrucken und Farbabweichungen hier drin. Auf jeden Fall, sorry. Ich habe zwar schon lange kein Kobi mehr gebaut, aber ich habe es wesentlich besser in Erinnerung. Ja, hier unten seht ihr jetzt auch die Schrauben. Die habe ich jetzt zum Schluss jetzt auch dran gemacht. Drei Stück an der Zahl. Ja, drehen sich auch alle so ein bisschen. Aber letztendlich ist es ja ein Displaymodell. Wie ja eigentlich fast alles von Kobi. Ja, also hier ist der Druck wieder 1A. Hier auch. Da haben wir die Farbabweichung drin. Ja, also es ist gemischt. Es ist gemischt. Mal ist es super top. Mal ist es sehr verbesserungswürdig. Also auf die Ferne betrachtet, alles okay, Topmodell. Und auch wenn ich sage, die Klemmkraft lässt zu wünschen übrig, dann meine ich das auch nur in Bezug auf ältere Kobi-Modelle. Ja? Weil bei den älteren, da konnte man echt, wenn man was falsch verklemmt hatte, war das so gut wie kalt verschweißt und ließ nichts oder kaum Raum für Änderungen. Und da muss ich jetzt hier sagen, ist die Klemmkraft doch etwas geringer. Aber mit geringer meine ich dann aber auch, es ist auf Lego-Niveau. Ja? Und also immer noch sehr, sehr gut. Fazit: tolles Ding, tolles Modell. Schön detailreich. Manchmal ein bisschen schwierig. Aber der Bau hat wieder Spaß gemacht. Ja, auch wenn es, wie gesagt, hier ein bisschen frickelig war, so wie hier der Mast. Das waren die einzigsten zwei Minuspunkte beim Bauen. Ansonsten absolut schönes Modell. Nett zu bauen, Kobi-typisch, wieder viele tolle verschiedene Bautechniken drin. Viele tolle Steine drin. Spaß. Einfach nur Spaß. So, das war's dann auch schon wieder für heute. In diesem Sinne, bleibt schön gesund da draußen, bleibt uns gewogen und wir sehen uns bald wieder. Ciao!